Der Book Creator ist eine sehr einfache App, um multimediale E-Books zu erzeugen. In der Startoberfläche hast du die bestehenden E-Books alle auf einen Blick vorhanden und unter anderem ist hier auch dieses Buch Erste Schritte, das dich Schritt für Schritt in die Grundfunktionen einführt. Das kannst du ja bei Gelegenheit durchspielen. Genau das ist jetzt aber auch das Ziel des Films. Ich möchte dir die wichtigsten Funktionen dieser App zeigen. Wenn du unter einem solchen Buch auf das Plus tippst, so hast du die Option, dieses Buch zu duplizieren. Das ist dann praktisch, wenn du schon viele Einstellungen hast, die du wieder übernehmen möchtest. Ich wähle jetzt aber neues Buch. Und hier wähle ich das Querformat. Für ein Bilderbuch ist das optimal. Quadratisch ist halt idealer, wenn das Buch sowohl querformatig als auch hochformatig gehalten werden soll mit dem iPad. Also Querformat. Und zugleich ist eine leere Seite bereit und wir können sie jetzt mit Elementen füllen. Im Prinzip ist es wie ein Baukastensystem. Wenn du auf dieses Plus oben rechts tippst, siehst du die verschiedenen Elemente, die du einfügen kannst. Fotos, du kannst auf die Kamera zugreifen und hier übrigens auch Videos importieren. Also es ist ein Buch, das auch Filme enthalten kann. Mit dem Stift kannst du auf deiner Seite rumzeichnen, du kannst Texte verfassen. Und du kannst einen Kommentar als Audiodatei unterlegen. Ich wähle jetzt für das Titelbild mal ein erstes Foto. Ich mache ein Buch zu unseren Polenferien. Und dieses Foto, wie du siehst, kannst du einfach, indem du es hältst und mit dem Finger verschiebst, an die richtige Position setzen. Und indem du es an einer Ecke anfasst, kannst du das Bild vergrößern oder verkleinern. Darunter soll der Titel erscheinen. Erneut auf das Plus drücken, Text. Und hier kannst du jetzt den Text eintippen. Mit Fertig wird ein Textfeld auf die Seite gelegt. Die Schrift ist jetzt natürlich sehr klein, aber das ist kein Problem. Ich mache das Feld schon mal etwas größer und über das i oben rechts, das gilt für jedes ausgewählte Element, kannst du nun die Einstellungen für dieses Element noch anpassen. Die Größe soll fett sein. Hier kannst du die Schriftart noch wählen, die Schriftfarbe allenfalls noch anpassen. Du kannst es zentrieren, nach vorne oder hinten rücken, allenfalls sogar eine Schattierung noch einfügen, lassen wir jetzt aber. Und du kannst die Einstellungen für die ganze Seite noch anpassen, indem du zum Beispiel die Seitenfarbe änderst. Ich wähle hier eine Papierstruktur, um so ein bisschen einen Fotoalbum-Eindruck zu erhalten. Ja, jetzt müssen wir diesen Titel noch etwas nach oben rücken, vielleicht etwa so, und sind bereit für die nächste Seite. Indem du auf diesen Pfeil tippst, wird eine neue Seite erstellt, die du wiederum mit Materialien füllst. Also wieder ein Foto, diesmal die Karte. Und auf dieser Karte könntest du nun herumzeichnen. Schwarz ist vielleicht jetzt nicht so günstig. Du kannst es ganz leicht radieren. Die Farbe stattdessen auf Rot setzen. Die Stiftdicke vielleicht noch etwas anpassen. Und wie du siehst, kannst du nachträglich diese Form auch jederzeit noch ändern. Übrigens, mit zwei Fingern kannst du ein Element beliebig drehen. Neu dazugekommen ist, wenn du auf das Plus drückst, oben rechts diese Formen. Hier kannst du vorgefertigte Formen einfügen, zum Beispiel so einen Pfeil. Naja, ist jetzt farblich nicht wahnsinnig gelungen. Nun soll auch noch ein Audiokommentar darunter, wiederum über das Plus, Sound. Polen ist perfekt für Kanuferien. Wir fuhren fast 2 Tage lang mit dem Zug, bis wir endlich in den Masuren ankamen. Naja,
Nicht sehr schlau, aber ich bestätige mit Ja. Und du siehst, jetzt haben wir hier ein Lautsprechersymbol und dieser Kommentar wird dann in iBooks abgespielt. Ist perfekt für Kanu. Ja, ich mache noch ein paar weitere Seiten mit Fotos. So, mittlerweile habe ich 7 Seiten. Falls Sie jetzt mit der Reihenfolge nicht zufrieden sein solltest, so tippst du oben links auf Seiten und hier sehen wir, hat es eine doppelte Seite gegeben. Wenn du lange drauf gehst, kannst du die Reihenfolge ändern. Wenn du auf die Zahl tippst, so kannst du eine Seite löschen oder auch kopieren, zum Beispiel um das Layout für eine nächste Seite genauso zu übernehmen. Mit Fertig hört es auf zu wackeln und wenn du auf eine Seite tippst, so bist du wieder im Bearbeitungsmodus. Ja, das mehr ist eigentlich schon. Du siehst, es ist wirklich sehr einfach, ein multimediales E-Book zu erstellen. Wir gehen wieder zurück auf meine Bücher, oben links. Und hier müssen wir nun noch ein paar Einstellungen ändern. Wenn wir unter diesem neu erstellten Buch auf das i tippen, so können wir den Titel noch ändern, den Autor natürlich und bei der iBook-Anzeigeeinstellungen, da wähle ich in diesem Fall für querformatige Bilder normalerweise einzelne Seiten. Man hat dann zwar nicht so einen eleganten Wischeffekt, dafür wird die Seite voll ausgefüllt. Und sonst hat man nur einen sehr schmalen Streifen mit 2 Seiten nebeneinander und oben und unten ist es schwarz. Allenfalls könntest du hier sogar noch die Ausrichtungssperre aktivieren, dass das Buch nur im Querformat angesehen werden kann. Ja, das wär's eigentlich. Und um jetzt dieses Buch richtig lesen zu können, müssen wir es exportieren. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es als Video exportieren, dann wird es quasi als Diaschau aufbereitet. Beim PDF hat man den Vorteil, dass es alle Computer und Geräte anschauen können. Dafür gehen die Videos verloren. EPUB ist natürlich das beste Format, allerdings ist das eigentlich auf Macs beschränkt. Ich wähle jetzt aber trotzdem das EPUB-Format und wähle mit Öffnen in die App, die eben prädestiniert ist, nämlich iBooks. Und hier nun wird mir mein Buch in dieser App aufgemacht und ich kann es anschauen. Ist perfekt. Selbstverständlich kannst du dieses Buch auch über einen Cloud-Dienst mit anderen Leuten teilen und die könnten sogar daran weiterarbeiten.